Szene aus dem täglichen Leben. Ein Paar hat sich eine Existenz geschaffen, ist beruflich gefestigt und jetzt fehlt noch eines, das Kind. Doch wie oft im Leben, wenn man sich etwas ganz Besonderes, etwas wünscht, dann funktioniert es nicht. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Und eben eine solche haben wir heute im ersten Bezirk in der Ebendorfer Straße besucht. Und zwar Wunschkind heißt die Klinik von Dr. Bronn-Bauer. Die Klinik ist eine hochmoderne, wunderschöne Klinik, die im Team geführt wird. Und eine Besonderheit, die Eigentümer haben es selbst finanziert. Also das heißt, es steckt kein Investor dahinter. Und dass da natürlich klar sehr viel Kapital hineingeflossen ist, merkt man. Aber vor allem, was man merkt, es ist auch sehr viel Herzblut hineingeflossen. Mehr dazu in unserem jetzigen Beitrag. Das muss sofort eine IVF-Behandlung sein. Sie erklärt dann, macht Blutabnahmen, erklärt die Medikamente, wie es funktioniert. Leute werden eingeschult, dass sie die selber zu Hause behandeln und kommen dann gezielt her für Ultraschalluntersuchungen. Seit den 80er Jahren ist die Technik der künstlichen Befruchtung etabliert. Das war damals eine Pioniermethode. Ähnlich wie in der Autoindustrie hat sich von den 80er Jahren bis heute auch sehr viel getan. Man kann heute mit einer vernünftigen Schwangerschaftsrate von knapp 50% rechnen. Das heißt, bei jedem zweiten Anlauf endet es mit einer Schwangerschaft, im Positiven. Und die anderen 50% müssen halt ein weiteres Mal antreten. Die Technik ist relativ etabliert. Man braucht jetzt keinen Krankenhausaufenthalt. Man ist ja selber auch nicht krank, man ist ja gesund. Man macht zu Hause über etwa 2 Wochen eine medikamentöse Therapie und kommt dann her zum Eizellentnehmen. Hier bei uns im Labor werden die Eizellen mit den Samenzellen zusammengebracht und dann nach 5 Tagen der Frau wieder eingesetzt. Sie hat einen beheizten Tisch. Da hier können Sie sehen, aber es bewegt sich ganz leicht hier. Da werden die beiden Nadeln gesteuert. Die eine ist eine Pipette, die die Eizelle festhält, und das andere schnappt dann das Spermium und spritzt es in die Eizelle hinein. Und das muss relativ rasch gehen, und da braucht es jemanden, der das gut kann. Das hört sich für mich als Mann irgendwie schmerzhaft an. Ist es schmerzhaft? Für die Frau ist es tatsächlich schmerzhaft, ja. Es hat an sich, Gott sei Dank, ist es von der Anatomie so, dass der Eierstock relativ knapp zum Scheidenende ist. Das heißt, die Punktion, die Entnahme der Eizelle geht über eine Nadel. Das ist etwas unangenehm. Dauert 5 Minuten. Die machen das meistens in einer Kurznarkose, die komplikationslos verläuft, ähnlich wie bei der Darmspiegelung. Man wacht 10 Minuten später wieder auf und ist klar bei Bewusstsein, hat kaum Schmerzen und geht dann am selben Tag anschließend nach Hause. Gibt es da irgendwo Grenzen, wo man sagt, also abwarten ist nicht? Tut man schon klar, wenn die Eierstöcke fehlen und die Gebärmutter fehlen, geht natürlich nichts mehr, das ist klar. Genau, also vom Technischen her gibt es kaum Grenzen, außer wenn die Eizellreserve verbraucht ist. Das kann ab dem Alter von 35 bis 45 sein bei den Frauen. Jede Frau wird ja schon mit einer fixen Anzahl von Eizellen geboren, die sich über das Leben halt verbraucht. Wenn keine Eizellen mehr da sind, haben wir die Möglichkeit einer Eizellspende, sogar in Österreich. Seit 3 Jahren ist auch das schon möglich. Mit eigenen Eizellen zu arbeiten, ist natürlich die elegantere Möglichkeit. Die meisten Paare wünschen sich das auch und das funktioniert recht gut. Wenn die Glocke drüben klingelt, dann, wenn er seinen Teil erledigt hat, wird herausgenommen. Man muss dann eine halbe Stunde warten, kommt der Samenbecher dann in den Inkubator hinein, weil das am Anfang so klebrig ist. Hat biologisch auch den Sinn, dass das nicht sofort wieder aus der Vagina herausrinnt, sondern durchaus drin bleibt. Und diese Zeit muss man abwarten, diese Verflüssigungszeit, und dann kann man erst das Spermiogramm vernünftig bewerten. Wir schauen das dann hier an, werden hier aufbereitet. Das heißt, wenn jetzt eine Frau, ein Paar, den Entschluss fasst, sie wollen ein Kind, das funktioniert auf dem normalen Wege nicht, dann kann es mit ihr, mit der Klinik Kontakt aufnehmen, bekommt einen Termin. Ja. Braucht sie da irgendwas im Vorhinein schon mit? Die meisten Frauen sind ja in Kontakt mit ihrem Frauenarzt, gehen einmal im Jahr zum Abstrich zum Frauenarzt, die fragen oft schon nach, gibt es irgendein Problem, fragen vielleicht nach, naja, liebe Frau, Sie sind jetzt 35, wollen Sie vielleicht ein Kind haben, wäre es gut, sich mal darüber Gedanken zu machen. Die meisten kommen schon mit diversen Untersuchungsergebnissen. Aber an sich kann man auch ohne Befunde zu uns kommen und mal für eine Untersuchung vorbeikommen. Die Gespräche sind gegen Voranmeldung. Wir nehmen uns immer 1 Stunde Zeit. Am besten ist, wenn das Paar gemeinsam kommt, weil dann hören oft 4 Ohren mehr als 2. Der Mann hat oft vielleicht andere Fragen als die Frau, hört andere Dinge. Ist immer ganz gut, auch ein Vertrauen zueinander zu finden, wenn man im Dreier-Setting das macht.
Wir sehen ganz gut im Ultraschall auch diverse Diagnosen. Endometriose ist so ein Thema, das sind Veränderungen der Frau, die mit schmerzhafter Regelblutung einhergeht. Es gibt Hormonstörungen, die man feststellen kann. Man findet in 9 von 10 Fällen eigentlich relativ rasch eine klare medizinische Diagnose. Wenn man nichts findet, sagt man manchmal aus Verlegenheit heraus, naja, vielleicht spielt der psychische Hintergrund eine Rolle. Der Körper ist aber nicht so schwarz-weiß, oft spielt das eine ins andere auch hinein. Frauen, die völlig gesund sind, können, wenn es länger nicht einschlägt, unter mentalen Stress geraten und auch wenn sich am Schluss eine medizinische Diagnose findet, kann das natürlich dann in dem Fall den Stress wieder entlasten, wenn man sagt, ich weiß, klar, das war's und jetzt kann man eine vernünftige Therapie machen. Wir schauen immer, dass wir zuerst eine Diagnose haben und dann passend für das Paar individualisiert eine Therapie anstrebt. Das heißt, es wird ein Rundencheck gemacht und aus dem heraus wird dann diese Therapie bzw. die Vorgehensweise bestimmt. Genau. Wir bieten Verschiedenstes an. Manche Frauen brauchen nur eine Kontrolle ihres Zyklus. Die wissen nicht genau, ist der Eisprung, wann ist der Eisprung, wann ist der optimale Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Wenn es aber eine harte Diagnose gibt, zum Beispiel vergilbte Eileiter oder ein ganz schwaches Spermiogramm, dann können wir auch eine Insemination machen, wo die Spermien zeitgezielt in die Gebärmutter eingebracht werden oder auch eine künstliche Befruchtung. Also es besteht auf jeden Fall, ich glaube bei 50% ist jetzt schon die Wahrscheinlichkeit. Pro durchgeführten Behandlungszyklus bei der künstlichen Befruchtung sprechen wir von 50% Schwangerschaftsrate. Das ist jetzt nicht kumulativ, das heißt, wenn man mehrere Behandlungen macht, kommt man auf weit über 80% Erfolgsrate. Also das ist schon ziemlich eine hohe Erfolgsrate und wer wirklich diesen Kinderwunsch hat, zahlt sich auf jeden Fall aus, sich hier zu behandeln. Ja, absolut, ja. Dafür stehen wir da. Gut, und letztendlich ist unsere gesamte Geschichte hier ein Teamsport. Ich stehe halt da und erzähle Ihnen das, aber hinter mir stehen ja noch ein paar andere. Das ist unser Team. Das schaut ein bisschen aus wie aus der Fernsehserie, haben wir darüber gescherzt. Also wir sind jetzt ein kleines Team. Die Julia Gili, die habe ich aus meinem vorigen Arbeitsplatz mitgebracht, eine erfahrene Krankenschwester. Die beide sind Embryologen. Die kenne ich aus St. Pölten. Macht das schon seit über 10 Jahren. Sie kommt aus einer großen steirischen Klinik, macht das auch schon über 6 Jahre. Und meine Frau ist hier dabei und sitzt im Sekretariat. So haben wir angefangen. Und was wir uns wünschen, ist, dass bald viele solche Bilder kommen. Ja.